Hallo, ich darf wieder einen Produkttest machen. Ambidelux hat mir den tollen Kaffee geschickt und jetzt schauen wir mal, ob der uns auch schmeckt. Da oben steht auf der Jura Z6 Bohnenbehälter füllen. Ich habe extra die Packung zugelassen, damit wir mal schauen, ob sich das gut öffnen kann. Jawohl, klappt prima. Füllen wir sie mal ab. Boah, lecker, riecht voll gut. Das ist eine Mischung aus 50% Robustica und Robusta und 50% Arabica. Jetzt sind wir mal gespannt. Das soll eine Espresso Premium Röstung sein mit 3 von 5 Bohnen. Also Röstung. Das ist bei uns zu Hause auch gut, denn ich mag kräftigen Kaffee und mein Mann ist eher der Espresso-Trinker. Schauen wir mal, was da rauskommt. Also die Bohnen sehen klasse aus. Da ist kein Gebrösel drin, sondern richtig schöne, dunkle, geröstete Bohnen. So, ich brauche immer Doppelkaffee. Und ein bisschen mehr. Also die anderen Sachen von Ambidelux, da haben wir schon den Reiniger für die Kaffeemaschine ausprobiert und den Milchschaumreiniger und auch den Entkalker und das funktioniert alles ganz prima. Also wir haben das auch weiterhin in Gebrauch. Und irgendeiner hat mal geschrieben, wenn die Maschine kaputt geht, dann würde Jura keine Garantie leisten. Also unsere Maschine hat sowieso gar keine Garantie mehr, die ist nämlich jetzt schon 3 Jahre alt. Funktioniert aber einwandfrei alles. So, jetzt dürfte er gleich fertig sein. Also hat eine prima Crema. Mal gucken, wie ich euch das auf dem Video dann zeigen kann. Ich glaube, der hat eine schönere Crema als unser Lavazza, den ich bisher hatte. So, seht ihr da was? Jawohl. Also sieht echt gut aus. Und jetzt schauen wir mal, wie der so schmeckt. Bolle heiß. Also obendrauf ist richtig viel Crema. Da hole ich jetzt mal einen Löffel. Ich komme noch gar nicht an den Kaffee ran, der ist so heiß. Guckt euch das an. Das ist richtig lecker. Also schön stark, richtig kräftig, der kann bei uns einziehen. Jetzt müssen wir nochmal meinen Mann befragen, wie das ist mit Espresso, aber für Kaffee ist der spitze. Vielen Dank!